Und jetzt erzähle ich wieder eine original passierte Geschichte bei meinem Hausarzt. Ich war bei einer Vorsorgeuntersuchung, da gibt es eine Abschlussuntersuchung, kennen Sie das, oder? Und dann sagt der Herr Delcore, Sie haben. Und bevor ich dieses Wort ausspreche, bitte ich um Handzeichen, wenn jemand es schon mal gehört hat, nur die Hand hochhalten, damit die andere sieht, oh, das stimmt, das gibt's wirklich, okay? Weil die Leute sagen, ich hätte es erfunden. Ich bin immer gespannt. Mein Hausarzt sagt, Herr Delcore, Sie haben einen Wanderhoden. Hat jemand dieses Wort schon mal gehört in der Medizin? Oh, hier strickt sogar eine Dame. So. Hier strickt auch jemand von noch, ganz so. Hier, also dahinter ganz viele Sätze, das gibt's wirklich. Und ich dachte, das gibt's nicht. Wanderhode, der nimmt mich auf den Arm. Ich habe gesagt, hahaha, ha, ha, und so, wenn wir jetzt einen Scherz machen, dann sagt der Delcore, ich mache keine Scherze, Sie haben einen Wanderhoden. Ich sage, bitte, was? Was ist ein Wanderhode? Ist der gerade auf dem Jakobsweg? Oder wahrscheinlich ist er beim Nordic Walking. Mit der Eierstücke von meiner Frau. Ja. Ja, was ist ein Wanderhode? Ich hab wirklich gedacht, der nimmt mich auf den Arm und dann sagt er, das gibt's wirklich, sind mal ruhig jetzt. Und die spinnen da vorne, echt. Und dann hat er gesagt, das gibt's wirklich. Und dann habe ich gesagt, was ist ein Wanderhode? Dann hat er mir original erzählt. Vielleicht hat es ja ein Urologe hier. Er hat wirklich gesagt, beim Wanderhode passiert Folgendes. Er hat mir das erklärt. Also ist jetzt unter der Gürtellinie, aber ist okay. Der Wanderhoden rutscht aus dem Hodensack heraus und geht in die Leichenhöhle. Dort verweilt er kurz, er rutscht zurück. Es kann sein, er verdreht sich, dann kommt es zu einer Hodentorsion. Es ist sehr schmerzhaft, man muss das operieren, weil der wird nicht mehr mit Blut versorgt. Zwischen 4 und 7 Stunden muss der raus und der wird ersetzt durch einen Ball. Wirklich? Sagt, wie durch einen Ball? Dann sagt er, ja, das ist wirklich, da gibt es 3 verschiedene Größen. Sagt, gut, dann nehme ich einen Medizinball. Und dann hat er gesagt, ob das wirklich operiert werden müsste. Und dann sagt er, nein, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man muss ja die Hodentorsion zurückkriegen. Er verschreibt mir ein Suspensorium. Haben Sie das schon mal gehört? Das nicken viele. Suspensorium. Was ist das? Janik, was ist das? Ein Suspensorium. Und zwar ist es eine spezielle Unterhose. Da ist unten so ein Körbchen dran. Das soll den Hodensack nach oben heben, dass die Torsion zurückgeht. Ein Suspensorium. Und der Hammer ist, die spreche Suspensorium nicht aus, sie denn das abkürzen. Ist wirklich wahr? Wenn Sie dort sind, dann sagt der Arzt zu seiner Helferin, verschreiben Sie dem Herrn Delcore mal bitte eine Susi. Ich sage Susi zu Suspensorium. Jetzt stellen Sie sich vor, ich komme heim, meine Frau sagt, wie war sie? Sagt, der hat mir eine Susi verschrieben. Naja, was macht die? Die hängt man an der Glocke. Nein, also, auf jeden Fall ein Suspensorium. Dann habe ich gesagt, ich ziehe doch nicht so eine spezielle Unterhose an, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Dann sagt er wirklich, ja, er würde mich 14 Tage krank schreiben und ich müsste mich schonen. Also, wie soll ich mich beim Wanderhode schonen? Soll ich ihm entgegenlaufen? Und jetzt kommt der Knüller. Pass mal auf. Er sagt wirklich, ich soll zu Hause, ich soll die Eier hochlegen. Es ist kein Witz. Dann sage ich, die Eier, wie soll die Eier hochlegen? Auf den Schrank oder was? Dann sagt er, und jetzt komm, jetzt erzähle ich das, was er gesagt hat. Pass auf. Er hat gesagt, wie soll ich die Eier hochlegen? Wörtlich. Er hat gesagt, ich soll, man muss ja den Hodensack entlasten. Wie soll ich die Eier hochlegen? Er sagt, ich soll zu Hause nackt auf das Sofa liegen. Nackt auf das Sofa liegen und soll mir ein Vesperbrettle drunter schieben. Es ist ein Vesperbrettle. Sie können das googeln, das heißt Hodentablett. Ist kein Witz. Wirklich. Jetzt stell dir mal vor, du liegst daheim nackt auf dem Sofa und hast da ein Vesperbrettle drunter. Jetzt guckst du Fernseher. Dann kommt deine Schwiegermutter rein. Und die sieht ja schlecht. Die setzt sich neben die hin und sagt, sie wird mitfespern. Ja, so, Dankeschön, das war's. Herzlichen Dank, Dankeschön. Ich wünsche noch einen schönen Abend.